Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Dude Yourself Inspiration und herzlich willkommen zu unserem Adventskalender. Heute ist schon der 14. Dezember und ich darf wieder ein Päckchen öffnen von Eva, Nummer 14. Mal wieder, wie immer, wunderschön verpackt von Eva. Und ich fühle schon mal ein bisschen, was könnte das sein? Ich weiß nicht so richtig. Irgendwas aus Glas oder so, auf jeden Fall irgendwas ganz Hartes. Ich werde es einfach mal direkt öffnen. Ich habe schon was gesehen. Oh, wow. Das sind, glaube ich, Seifen. Weihnachtsbaumseife. Ist das wirklich Seife? Ja, doch. Ich glaube schon. Die sind aber wirklich sehr schön. Eine Tanne, ein Schneemann und eine Glocke. Sehr, sehr coole weihnachtliche Seifen in schönen leuchtenden Farben. Also, die sind wirklich super schön. Ein sehr, sehr schönes Geschenk. Vielen Dank, liebe Eva. Und jetzt seht ihr, wie Eva diese Seife hier für mich hergestellt hat. Hey ihr Lieben, hier ist jetzt Eva für euch. Und ihr habt ja gerade schon gesehen, ich habe Kathi diese super niedlichen Seifen heute geschenkt. Und die sind ganz einfach selber zu machen. Ihr braucht dafür nur Seife für die Mikrowelle und solche kleinen Förmchen hier. Ich habe meine von Ikea. Das ist einmal diese Glocke hier. Dann der Schneemann, das sind so 3D-Formen. Die werden zusammengehalten mit diesen Gummis hier. Und dann kann man hier oben die Seife eingießen. Und natürlich auch die Tanne in grün. Passend dazu habe ich hier auch die Seifenfarbe. Einmal hier in gelb und natürlich auch in blau. Daraus mische ich dann gleich das Grün. Und diese Seife kann man, wie gesagt, in der Mikrowelle schmelzen. Ich habe die hier einmal auf Milchbasis, also in weiß. Ich habe hier eine kleine mikrowellenfeste, eigentlich ist es ein Milchkännchen, aber wie gesagt, mikrowellenfest und deswegen super geeignet, um die Seife darin zu schmelzen und dann in die Formen zu gießen. Ich starte einmal damit, dass ich mir Seife abfülle für diesen kleinen Schneemann. Die kommt hier rein. Und dann in die Mikrowelle. Förmchen habe ich alle schon mal gut zugespannt und hier hinten hergestellt. So, die weiße Seife ist jetzt geschmolzen und ich gieße sie jetzt vorsichtig hinein. Und dann lasse ich es aushärten. Das kann so 2 bis 3 Stunden dauern. Für die Glocke brauche ich dann natürlich gelbe Seife. Ich habe ja hier auch meine gelbe Seifenfarbe. Ich gebe einfach noch ein bisschen mehr Seife in meine kleine Kanne und schmelze die auch wieder ein. Zur flüssigen Seife gebe ich dann ein paar Tropfen Farbe. Und dann verrühre ich alles. Ich nehme dazu immer ganz gerne so einen kleinen Holzspieß. Ihr könnt natürlich auch einen kleinen Löffel benutzen. Ich gebe noch ein bisschen mehr Farbe dazu. Und dann gieße ich es in die Glockenform. Ein bisschen übergelaufen. Da war ich ein bisschen zu übermütig. Aber ihr seht, auch diese Form ist jetzt voll. Ich warte jetzt wieder, bis das Ganze ausgehärtet ist und in der Zwischenzeit kümmere ich mich um den kleinen Tannenbaum. Für das Grün der Tanne gebe ich einfach zu der gelben Seife jetzt noch ein bisschen weiße und schmelze das Ganze wieder ein. Und dann kommt noch blaue Farbe dazu. Jetzt gebe ich etwas der blauen Seife dazu, um das Grün zu mischen. Ist jetzt schon etwas sehr bläulich, da kommt noch etwas Gelb dazu. Und dann kommt auch die grüne Seife in das Förmchen hinein. Inzwischen sind einige Stunden vergangen und ich öffne jetzt mal die Seifen. Geht relativ schwierig. Ja, und dann mit Schwung. Okay, hier ist ein bisschen was daneben gelaufen, aber der Schneemann ist total cool geworden. Also sieht richtig schön aus. So, die zweite Seite lässt sich auch rausnehmen. Also diese Elemente, diese 3D-Elemente der Form lassen sich entfernen. Und da habe ich auch den Schneemann komplett draußen. Also ein wirklich richtig schöner 3D-Schneemann aus Seife. Also Nummer 1 haben wir hier. Dann schaue ich mal bei der Glocke. Ich packe sie einfach mal in der Reihenfolge aus, in der ich sie auch gemacht habe. Hier ist auch ein bisschen nebengelaufen, wie ihr seht. So,
Hier habe ich jetzt einmal die Form komplett rausgenommen. Und hier kommt dann die Glocke. Die hebel ich jetzt hier einmal so raus. Hier unten muss ich das Ganze natürlich nochmal glätten. Aber so steht das Ganze dann. Und auch eine richtig schöne, tolle Glocke. Sieht super schön aus, gefällt mir sehr, sehr gut. Und dann natürlich noch der Tannenbaum. Ich mache hier mal ein bisschen Platz. Kriegen jetzt auch noch so ein paar Seifenkrümel. Und mal gucken, wie sich die öffnen lässt. Ah, sehr cool. Hat sogar noch so ein paar Flecken von dem Blau. Das hatte sich anscheinend nicht komplett richtig gelöst. Ah, okay, da hatte sich wohl eine Blase gebildet. Da ist ein bisschen Luft drin. Versuche es mal möglichst glatt rauszubekommen. Ja, das ist jetzt leider abgegangen. Ah, aber der Rest löst sich wirklich gut. Ja, der Stamm ist leider ab, aber ich finde, der Baum ist auch so richtig cool geworden. Also hier meine drei Seifen. Ich räume hier kurz auf und dann zeige ich euch, wie ich das Ganze verpacke. Ich habe hier so einen kleinen Beutel, der ist wieder verschließbar. Oben den Rand habe ich mit Washi-Tape dekoriert, dass es nicht ganz so auffällig ist. Und da gebe ich die kleinen Seifen jetzt hinein. Also alle drei. Dann mache ich das Ganze einmal zu und dann packe ich es noch hübsch ein. Ich habe hier dieses Geschenkpapier mit diesem Weihnachtsmotiv und da schlage ich die Tüte einfach einmal drin ein. So, zwar ein bisschen unförmig von vorne, aber es sind natürlich super coole Sachen drin. Es gibt dann natürlich noch eine Schleife dazu. Dieses Mal in grün mit Sternchen. Ich mag dieses Geschenkband total gerne. Hinten einmal rum, dann einmal nach vorne rum zurück. Und dann lasse ich sich das Geschenkband natürlich nochmal einkringeln. Dazu kommt natürlich noch das Etikett mit der Nummer 14. Das schiebe ich hier einfach wieder drauf. Und so sieht dann mein kleines fertiges Päckchen für den 14. Dezember aus. Ich hoffe, Kathi freut sich und ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da freue ich mich natürlich immer. Wenn ihr sonst noch Fragen, Anregungen oder Wünsche habt, schreibt es uns alles einfach unten in die Kommentare rein. Vielleicht auch, was ihr heute Schönes in eurem Adventskalender hattet oder ob ihr auch diese Seifenförmchen schon mal ausprobiert habt. Ich finde die total cool. Also alles einfach unten reinschreiben. Vielleicht habt ihr auch Lust, unseren Kanal zu abonnieren. Das wäre natürlich auch fantastisch. Und bis zum nächsten Mal bei Do It Yourself Inspiration. Tschüss!